Oh, ist jetzt zu spät. Das Geld bis zum Erbrechen. Ah, war ich jetzt ausgegangen? Naja, egal. Spaß. Kackbraun und ein Pimpel auf dem Kopf. Ich hätte jetzt fast gesagt Team Wars, weil es war blau, aber es ist nicht Team, weil Team ist weiß. Es war blau. Unten Storage beim Blätter rauspusten. Ian Kau stand gerade auch vorhin noch in Navigation auf dem unteren Vent rum, einfach so. Das hat mich irgendwie aufstützlich gemacht. In Navigation auf dem Vent? Ja. Das okay. Muss also für sich noch nichts heißen, aber zusammen mit Shootys Aussage würde ich mal voten. Ich glaube, Chris und Jan können jetzt auch voten, wenn vier schon dafür gewotet haben. Ja. Okay. Ich war sich einig. Ihn flagranti erwischt, oder? Mhm. Ja. Mir ist es so schwer gefallen, jemanden von euch zu isolieren, irgendwie. Waren immer Menschen, ich war allein auf Wend. Ich hab da nichts gemacht, also ehrlich. Ich hab nie gewendet. Ich finde, das ist in jedem Fall so ein schwaches Argument, wenn Leiner rumsteht. Ja. Du darfst dich halt nicht draufstellen. Also selbst wenn du es nicht bist, darfst du dich nicht draufstellen. Die macht dich blau. Das verwirrt. Ja, das ist echt nicht nachvollziehbar, weil gerade wenn du es nicht bist, siehst du ja nicht mal, was Wend ist. Zu spät. Nein! Chris, bist du auch Auswahl heute oder spielst du noch eins?
Nee, ich bin draußen. Ich muss noch ein paar Sachen korrigieren für die nächsten Gespräche. Dann noch einen spaßigen Abend. Vielen Dank. Liebe Grüße an Janine. Richtig aus. Bis dann, ihr. Bis dann. Ciao. Wie viele Aufgaben hattet ihr gerade noch offen? Alle. Eine ganze Menge. Ich hatte nur noch zwei oder so. Ich hatte so das Gefühl, dass mir die Zeit wegrennt. Ich hatte halt noch keinen gekillt. Ja, du hast dir echt Zeit gelassen. Viel Spaß. Viel Spaß. Danke, gleichfalls. Ich wollte mal sehen, wie weit wir sind, weil ich meine Aufgaben fertig habe. Krass. Letzter Task bei mir. Noch in der Upper Engine. Ich meine, David clearen zu können, weil der zweimal jeweils an der Stelle im Reaktor beim Deaktivieren stand, an der nur eine Person stand. Ich glaube, du kannst momentan gar keinen clearen, weil es noch keinen Toten gab. In der Tat, jetzt jemanden umgebracht, wäre nur gut für den Mörder. Nee, der Punkt ist, beim ersten Reaktor hatten wir nur noch wenige Sekunden Zeit. Wenn David da waren allein... alle dann auch Zeit. Ja, aber das war doch nicht eng, oder? Im ersten Reaktor waren Schulti und ich da und
hätten das in Notfall noch geschafft. Auf jeden Fall habe ich zwischendurch einen, wo es sehr knapp war, wo ich halt wandern. Es war irgendwie nicht dick. Ich bin auch von der ganz anderen Seite rübergerannt, aber es waren schon noch irgendwie 5 oder 10 Sekunden. Ich glaube, im Moment können wir keine Aussagen machen. Na gut, also either way, wie gesagt, ich bin mit den Aufgaben fertig. Ich wollte mal gucken, wie es bei euch aussieht. Ich hätte noch den Medbay. Ich habe auch Medbay. Wer hat das gerade noch gesagt? Ich habe auch Medbay. Okay, Baum, gehen wir Medbay, dann können wir uns gegenseitig clearen. Krass. Und Baum war bei mir so der Hauptverdächtige, muss ich echt sagen. Ich hatte eh den Eindruck, dass ich quasi Tim und Shooty clearen kann, weil wir sind quasi irgendwie dreiviertel der Zeit zu dritt rumgelaufen. Krass, ist noch niemand gestorben, was also irgendwie auch so relativ ist, aber es gab keine Anstalten. Ihr euch mit Medbay gegenseitig cleared? Ja. Yep. Wie denn eigentlich? Der eine geht drauf, der andere versucht es zu starten, stellt fest, dass es nicht geht, weil der andere drin ist, dann geht der eine, der drauf ist, runter und der andere geht drauf und der vorher drauf stand. Also du cancelst, wenn du draufstehst, den Task natürlich, weil du ansonsten das nicht nochmal machen kannst. Genau. Tim, kommst du mit? Ja, weil Baum war mir auch ein bisschen verdächtig. Ich komme gerne mit, aber bis ich ihn ausschließen kann. Ja, einfach um auszuschließen, weil Baum war mir auch ein bisschen verdächtig. Das ist der einzige Task, den man nicht machen kann, wenn ihn jemand anderes macht, ne? Ja, genau. Also, Kalle. Kalle hat nur noch. Ich lauf mal bei David mit. Jupp, gerne. Also, als erstes, ich hatte leider nicht den Scan, sondern das andere Analyseteil. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie verstanden. Nein. Das war gerade zwei Leute gerade so Ausrufezeichen bei Shooty. Ja, ich bin extra links nach rechts, um Nein zu sagen, aber okay, gut. Das andere ist, Lukas liegt bei den zwischen Shields und Communication. Dann war es auf jeden Fall nicht Baum. Dann war es auf jeden Fall auch nicht Tim. Nee, ich glaube, euch beide kann ich echt ausschließen. Wir waren auch früher beim Reaktor, also wir waren einfach nie auch nur in der Nähe von Shields. Also für mich muss es David oder Young Cow sein. Wo liegt Lukas genau? Bei den Shields, Ausgang Shields Richtung Communication. Wer hat gerade eben gesagt, dass er David folgt? Lukas hat das gesagt, der ist mir auch gefolgt. Ich bin dann zum Reaktor rüber, als der Alarm losging und dann war er irgendwann weg. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir irgendwann David alleine entgegengekommen ist und ich habe mich jetzt an ihn rangehangen. Also erst wollte ich dich clearen, halt. So wirkt das natürlich jetzt sehr strange. Ja, ich habe gemeint, Lukas war irgendwie bei mir, dann sind wir dann rüber und er ist immer ein Stück von mir weggeblieben, würde ich ja auch machen, um also halt irgendwie sicher zu sein, aber er war halt ein Stück hinter mir und irgendwann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Also Baum war es definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass Shooty einen Self-Report gemacht hat. Aha. Also ich würde sagen, David, wenn es David nicht war, dann könnt ihr mich raushauen, weil ich so blöde war oben beim Metscan und da unten alleine bin. Wer hat denn eigentlich noch Tasks? Ich habe noch paar. Ich habe auch noch. Alter, wie ineffizient, okay. Lukas wollte David folgen, Lukas ist tot. Ja. Das zeigt schon einfach sehr viel auf David, ne? Ja. David und wenn Oxygen ist, wird's grantig?
Tim und ich laufen mit Jan Karl mit, Chuti, du läufst allein, okay? Weil dann haben wir Oxygen unter Kontrolle. Ja? Oder auch nicht. Ist nicht nötig. Das war halt so, ja, ich folge David, ich bin tot. Und dann wird erst noch eine Minute über so, ah ja, und hier und da. Und ich denke mir so, was? Warum du eine eindeutige Sache. Für mich war es das Letzte. Dann wird die Gruppe auch, glaube ich, zu klein, was schöne Spielbarkeit angeht.